heute bestimmt an diese Leistung anknüpfen. Ja, Isaac Clarke jetzt ein bisschen... Was? Rote Karte! Rote Karte für Isaac Clarke! Meine Güte, die Temperaturen draußen knacken ja wirklich alle Rekorde. Vor meinem Frühstück heute Morgen waren es schon über 30 Grad. Also, das ist ja mal sensationell. Dennoch sollen unsere Kicker richtig schwitzen, bis sie erschöpft am Boden liegen und halb tot sind. Es ist nämlich Zeit für ein absolutes Nordderby. Wir sind zu Gast beim Hamburger Sportverein und präsentieren heute zum ersten Mal die neue Formation und meine exklusive Taktik. Freut euch da mal auf ein offensives Feuerwerk. Wir gehen mal schnell die Formation durch. Im Tor war Ben, Sir William, Nico, Clark, Cranky, Pascal, Captain Price, King Snicker, Mike, Profit und Jakko. In der Startelf auf der Bank außerdem Jakob, Tobi, Kösti, Rick und Kevin. Das müsste es jetzt gewesen sein. Das bedeutet für uns auch, wir spielen Profit mit der ersten kleinen Möglichkeit. Wartet kurz. Jakko auf Nico. Geht ja gut los. Wir spielen nur mit einem Innenverteidiger. Dann einen ganz offensiven rechten und linken Verteidiger. Zwei Mann sind im zentralen Mittelfeld. Ein offensiver Kicker am Start. Und jetzt haben wir noch zwei Leute links und rechts außen. Sie werden zwar als linkes und rechtes Mittelfeld eingeblendet, aber man muss schon sagen, das sind ja halbe Stürmer. Und unsere beiden gesetzten Sturmspitzen sind natürlich auch mit dabei. Also offensiver geht es, denke ich mal, nicht. Es sei denn, man fängt wirklich 100 Gegentore. Wir wollen aber trotzdem hinten sicher stehen und vorne ja noch eins, zwei Buden mehr machen. Das ist einfach mein Ziel. Captain Price auf Mike. Der kann den jetzt hier aber nicht behaupten. Ich bin gespannt, ob das klappt. Wenn es gut geht, werden wir, glaube ich, in diesem Let's Play noch viel, viel mehr Action haben als zuletzt. Und das wäre natürlich fantastisch. Defensiv wird es aber eine Herausforderung. Cranky kriegt erstmal vorbei und dann Sir William. Schön dazwischen. Es wird nicht gepfiffen, sondern weitergespielt. Sir William hat jetzt hier die Pille. Geht nach vorne. Wir haben Platz. Ah, schön durchgesetzt. Profit. Wieder nach oben. Und dann setzt er sich hier durch und schießt mal rauf. Nee, geklärt. Schade. Hinten passt Isaac Clarke auf. Ganz sauber gemacht. In den Lauf von Pascal. Komm. Tempo. Ja, da muss man pfeifen. Da würde ich sogar eine Karte geben. Nö, ist noch früh in der Partie. Keine 15 Minuten gespielt. Da drückt der Schiedsrichter noch ein Auge zu. Das war ungefährlich. Profit legt sich hier noch ein bisschen hin. Behinderter Adler. Cranky. Passt hinten nicht auf, aber Isaac Clarke ist zur Stelle. Der kloppt die Pille nach vorne. Da haben wir Mike. Oder wieder Profit. Na, rauf. Genau, Mike. So will ich das sehen. Sehr schöner Einsatz jetzt hier. Profit wird geblockt. Captain Price. Der hatte mir gut gefallen zuletzt. Will heute bestimmt an diese Leistung anknüpfen. Ja, Isaac Clarke jetzt ein bisschen... Was? Rote Karte! Rote Karte für Isaac Clarke! Wieso denn das? Dafür gibt er doch kein Rot. 19. Spielminute, Isaac Clarke, das ist unser einziger... Isaac Clarke ist... Ja, unser einziger Verteidiger! Der ist jetzt vom Platz geflogen. Ja, na, geile Sache. Wir stellen trotzdem nicht um. Jetzt erst recht. Komm, Freunde. Tempo. Ich denke mal, die Hamburger werden jetzt vielleicht noch ein bisschen offensiver agieren wollen. Und diese verfügbaren Plätze müssen wir nutzen, aber nicht so. Nicht so, 22 Minuten sind absolviert. Das wird jetzt ziemlich schwierig. Also Rot muss man nicht geben, oder? War das jetzt so brutal? Ich glaube, da haben wir schon heftigere Grätschen hingelegt. Mike, runter auf Profit, los. Wir wollen hier in Führung gehen. Profit mit der ersten Möglichkeit und mit dem Tor. Mit dem Tor in der 25. Minute. Genau so. Da zeigt er auch den Finger. Freundchen, stell ruhig hier noch ein, zwei Kicker vom Platz. Wir gewinnen dann trotzdem. Wir führen zumindest jetzt aktuell hier im Nordderby. Das war wieder ein schöner Schuss von Profit. Das ist ja auch seine Stärke. Sich hier im 1 gegen 1 durchzusetzen und dann ins lange Eck einzuschieben. Hat er schön gemacht. So, jetzt wird es erstmal ganz, ganz ruhig im Stadion. Das ist natürlich klasse. Wir wollen direkt wieder raufgehen. Die Pille erobern. Sehr gut, Profit. Hinterher. Die Hamburger dürfen nicht spielen und Profit mit der Superballeroberung. Ja, schade. Das wär's jetzt. Das wär's natürlich. Damit würde, glaube ich, keiner rechnen. Mike, aber auch mit der Klassenballeroberung.
Die Zweikämpfe gewinnen wir heute wohl alle. Schöner Pass auf Jakob mit der Möglichkeit. Oh, ich dachte, der ist vielleicht noch drin. Das Netz hat gewackelt. Aber dann gibt es eine Ecke. Meine Güte, wir sind in Unterzahl. Das will ich hier betonen. Nico am Ball. Komm, reindrehen. Ja, schade. Hätte Profit den noch bekommen, wäre es brenzlig geworden. Ich habe an der Stärke, das muss ich natürlich auch nochmal betonen, nichts verändert. Wir sind also mit unserer Truppe nach wie vor die schlechteste Mannschaft in diesem Wettbewerb und spielen trotzdem auf Profi. Man sieht das ja auch in den Laufduellen, dass wir da deutlich unterlegen sind. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnten wir aber eine grandiose Serie hinlegen, führen deshalb und hier mit der nächsten Möglichkeit, Profit legt auf. Mike mit dem 2:0. Genau das habe ich gerade angesprochen. 33. Spielminute. Wir sind unterlegen. Wir sind ein Mann weniger. Wir spielen auswärts. Und wir führen trotzdem mit 2:0. Ha! Weil es einfach in der Mannschaft passt. So, hier. Das harmoniert grandios. Perfekte Sache. Wunderschön. Die neue Taktik scheint wohl zu funktionieren. Selbst mit 10 Leuten können wir jetzt hier die Buden machen. Das gefällt mir. 33 Minuten sind gespielt. Die Hamburger garantiert geschockt und wir überglücklich. Jakko. Jakko. Darauf, genau. Quenki dazwischen. Weit nach vorne. Mike ist noch nicht gestartet. Könnte den aber vielleicht wieder erobern. Unsere beiden Stürmer müssen natürlich bei dieser neuen Taktik und Formation mehr defensive Arbeit verrichten. Aber aktuell, Hut ab, machen sie das auch wirklich grandios. Jetzt müssen wir aufpassen. Die Hamburger versuchen uns schnell auszuspielen. King Snicker mit der grandiosen Grätsche dazwischen. Captain Price erstmal nach vorne. Da haben wir wieder Profit. Über die linke Seite könnten wir jetzt stürmen. Jakko ist nämlich schon gelaufen. Ah, setz dich durch. Klasse. Nochmal runter. Da haben wir King Snicker mit der direkten Flanke. Ungefährlich. Den hat er verzogen. War aber auch schon außer Puste. Und dann, ja, ist man meistens nicht mehr ganz so konzentriert. Die erste Halbzeit ist gleich zu Ende. 5 Minuten noch auf der Uhr, plus Nachspielzeit. Wir versuchen, direkt wieder raufzugehen. Ah, Pascal kommt da nicht hinterher, deshalb nehmen wir jetzt mal Jakko oder hinten zu William. Und jetzt versuchen sie es mit der Flanke. Quenki passt auf. Aus der zweiten Reihe wird nicht geschossen, denn Sir William klärt erstmal. Nico weiter nach vorne. Da haben wir Mike. Ah, schade. Wieder haben beide Stürmer getroffen. Das freut mich natürlich ungemein. Pascal auf Nico. Der kickt vorbei. Hinten Sir William. Wieder glänzend aufgepasst. Jetzt auf Jakko. Komm schnell noch. Ah, schade. Sir William. Perfekto. Und hier könnte Profit vielleicht die Pille erobern. Nee. Aber Captain Price ist auch nicht zur Stelle. Schade. Quenki. Komm. Jetzt bloß nicht kurz vor Schluss noch irgendwie einen Gegentreffer fangen. Oh, drüber. Drüber und es gibt keinen Abschlag mehr. Mit 2:0 geht es in die Pause. Meine Güte. Das geht ja gut los hier im Nordderby in den ersten 45 Minuten. Ein Mann ist vom Platz geflogen. 2 schöne Tore haben wir gesehen. Und die Hamburger noch nicht wirklich gefährlich. Also fast alles zu unserem Geschmack. Sir William dazwischen. Jakko. Vielleicht können wir gleich einen Konter starten. King Snicker weiter auf Mike. Runter auf Pascal. Ja, da könnte man eine kleine Überzahl generieren. Nico nach vorne auf King Snicker. Da oben Quenki direkt Linie weiter auf Captain Price. Und dann jetzt versuchen in die Mitte zu spielen. King Snicker direkt weiter auf Jakko. Da haben wir Mike. Und jetzt den Abschluss suchen. Nein, da wird er gestört. Schade. Jakko lässt sich jetzt hier austanzen. Das ist natürlich gefährlich. Quenki ganz alleine. Was machen wir? Wir gehen am besten drauf. Das war die richtige Entscheidung. Quenki klärt hier. Pascal rettet. Und kickt nach oben zu Sir William. Der nach vorne auf Nico. Weiter auf Captain Price. King Snicker. Runter. Mike. Wir haben ein bisschen Platz, obwohl wir ein Mann weniger sind. Die Hamburger ziemlich offensiv ausgerichtet. Das kommt uns natürlich zugute. Captain Price. Ah, setzt sich nicht durch. Aber es gibt den Freistoß. Wenn sich die Hamburger defensiv nicht formieren können, haben wir viele Lücken. King Snicker auf Profit. Und da hinten kommt Jakko leider nicht mehr zum Abschluss. Das wäre sonst die erste klasse Möglichkeit hier in der zweiten Halbzeit gewesen. Sir William
passt in der Mitte nicht auf, aber behindert zumindest den Gegenspieler, sodass Captain Price den Ball erobern kann. Profit lässt sich ein bisschen Zeit. Kommt zurück. Cranky. Wir müssen jetzt hier nicht unbedingt 1000 Tore noch nachlegen. Hauptsache, wir stehen defensiv sicher. Und dann können wir diesen Dreier eintüten. Nico, schöner Pass auf Sir William. Der setzt sich da gut durch. Oh, Sir William ist von ganz hinten nach vorne durchgesprintet. Und dann so ein knackiger Abschluss. Schade, leider kein Tor. Ein paar Zentimeter vorbei. Das wäre es natürlich gewesen. Sir William hinten wieder gefordert. Diesmal setzt er sich nicht durch, aber Cranky passt auf. Denn einmal zum Torwart zurück. Ben, der hat noch nicht viel zu tun gehabt heute. Nach oben auf Cranky. Wieder zurück auf Ben. Dann spielen wir auf Nico. Der geht eine Runde. Da unten steht Pascal. Nach oben auf Mike. Zurück. Jakko, schade. Dich wollte ich gar nicht anspielen. Aber egal. Bringt auch alles Zeit. Das war gefährlich. Cranky setzt sich nicht durch. Oder doch noch. Schade, schade, schade. Ärgerlich. Einwurf gibt es aber für uns. Weit in der gegnerischen Hälfte. Kings Nicker. Auf Jakko mit dem Abschluss. Da ist nochmal Puffelt, kriegt die Pille nicht. Hier passen wir hoffentlich auf. Nee, jetzt wollen die Hamburger kontern. Das müssen wir unterbinden. Kings Nicker zieht da Jansen hinterher und gewinnt das Duell. Nicht ganz. Aber es muss ja trotzdem nicht gefährlich werden. Cranky dazwischen. Und nochmal schöner Einsatz hier. Nach vorne. Spielen. Jakko, direkt weiter. King Snicker, runter. Pascal, wieder rüber. Captain Price, da oben haben wir Platz. Da ist Profit. Profit, Profit, Profit. Eine Drehung und dann wieder in die Mitte. Den Abschluss suchen. Ja, komm, wir wechseln aus. Und ich würde sagen, vorher stellen wir sogar um. Gute 20 Minuten sind noch zu absolvieren. Wir sind ein Mann weniger und deshalb. Ja, reicht, glaube ich, eine Spitze. Ich meine, wir haben ja auch 2 Tore schon erzielt. Dann wollen wir mal umstellen. Nico geht nach vorne. Mike nach hinten, den wechseln wir dann aus. Dafür kommt Kösti rein. Rick auch noch einwechseln für Profit. Der tauscht erstmal, sodass Rick nach ganz hinten geht. Genau. Also wir haben dann keinen Stürmer mehr drin. Hier wechseln wir auch. Price hinten defensiv, logisch. Und dann, ja, Jakko raus. Und ich glaube, Kevin haben wir noch auf der Bank. Den wechseln wir ein. Das sollte uns doch hoffentlich genügend Stabilität bringen, um die restlichen Minuten hier zu überstehen. Wir führen 2:0 im Nordderby. Die Hamburger noch nicht wirklich gefährlich, die reagieren aber auch. Lassen wir uns überraschen, wer jetzt hier cleverer umgestellt hat. Sir William. Sir William im zweiten. Sir William im dritten. Rick im ersten. Yep, Captain Price. Hat ihn, nicht, doch hat er noch. Schön. Unser Capitano über die rechte Seite. Oder gibt es hier, ja, da muss es aber auch eine Karte geben. Da wurde 1000 Mal gezogen. Warten, nur eine Ermahnung. Finde ich, ist zu wenig. 1000 Mal gezogen, das muss man auch bestrafen. King Snicker. Komm, da können wir auch mal raufschießen. Und da ist es. Das 3:0, der war aber abgefälscht. 75. Spielminute. Nach der roten Karte gelingt uns aber alles. Hier hat man es nochmal deutlich gesehen. Und hier sieht man es noch besser. Ja, unhaltbar für René Adler da hinten. 3:0 Führung. Es wird wieder ruhig im Stadion. Und ich glaube, die Kiste ist so gut wie gegessen. Auch wenn wir einmal weniger sind. Ja, das ist ja grandios. Perfekter Einstand für unsere neue Formation und Taktik. So habe ich mir das erhofft und vielleicht legen wir noch einen oben drauf. Pascal mit der Pille. Schade, das haben wir nicht ganz so gut gelöst, aber Pascal holt sich den Ball gleich wieder. Nach oben. Nico direkt weiter auf King Snicker. Ein bisschen zu lang kriegen wir noch. Da ist Cranky mit der Flanke auf Captain Price. Dann nochmal Cranky. Nee, der ist zu weit weg oder doch noch? Nein. Jetzt aufpassen. Nicht in einen blöden Konter geraten. Und das irgendwie wieder spannend machen. Muss nicht sein. Ein 3:0 wäre ein klasse Ergebnis. Kösti. Super dazwischen. Jetzt spielen sie rüber. Aber viel zu ungefährlich. Ball im Aus. Abschlag für Ben.
keine 9 Minuten mehr. Nico. Ah, den können wir locker abblocken. Rick. Ganz ruhig über die Außen. Kösti auf Sir William. Nach vorne. King Snicker. Runter. Drehen. Nach oben. Captain Price. Nico. Weiter rüber. Cranky Linie. Kevin runter. Nico. Wir können die Uhr ein bisschen runterspielen. King Snicker auf Pascal. Ah, schade. Da springt ihm die Kugel ein bisschen zu weit vom Fuß. Das ist bitter gelaufen. Jetzt aufpassen. Schön gestört und jetzt hier wieder nachsetzen. Nico. Gleich wieder defensiv gefordert. Lässt sich hier vernaschen. Rick. Na, einer muss jetzt mal rauf. Und ja, nö. Das war nix. Weiter spielen. Nico mit dem Ball auf King Snicker. Lauf, 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 lauf. Die letzten Kräfte wie immer mobilisieren. Kevin auf Nico. Runter. Oh, das war knapp. King Snicker hat den Ball aber noch. Wieder auf Kevin. Der ist ein bisschen frisch. Behauptet sich. Pascal. Den Abschluss suchen. Wird wieder geblockt. Es gibt eine Ecke. Das sind wertvolle Sekunden. Die Hamburger wechseln nochmal aus. Kösti bringt die Pille herein. 90. Spielminute mittlerweile. Rick. Schade. Ein Verteidiger passt da noch auf. King Snicker. Nico. Behindern wir uns gegenseitig. Die Hamburger behaupten die Pille. Nico kommt auch nicht ran, aber Rick hat ihn jetzt. Nein, es gibt Freistoß. Ja, ist klar, wir werden direkt verwarnt. Hä? Das ist doch unfair. Freistoß für die Hamburger. Nein! Ah, und da ist das 1-3. Van der Vaart, wer sonst? Erzielt es. Aber es müsste trotzdem reichen. Schade, dass wir noch einen gefangen haben. Trotzdem eine grandiose Leistung. Na, wie viel lässt er hier nachspielen? Five up. Die Partie ist gelaufen. Wir wollen das jetzt hier nicht mehr irgendwie spannend machen. Genau. Nein. Nicht gut. Rick. Schön dazwischen. Pascal Kloppi nach vorne. Da haben wir Nico. Yep, das war's. Wir gewinnen 3-1. Obwohl wir seit der, ich weiß gar nicht mehr, wie vielte Minute mit einem Mann weniger sind. Ich glaube, es war die 19. Profitier mit dem 1-0. Hat er sich schön durchgesetzt und dann liegt er noch das 2-0 vor. Mike wieder zur Stelle. Anschließend in der zweiten Halbzeit. King Snicker mit dem 3-0. Der Schuss wurde abgeblockt. Hier sehen wir es. Und dann kurz vor Schluss das 1-3. Nach einer Standardsituation durch Van der Vaart versenkt. Wir führen mit 4 Punkten und beim nächsten Mal empfangen wir zu Hause die Hoffenheimer. Na, da bin ich gespannt. Ich glaube, da können wir auch 3 Punkte einfahren. Ich hoffe, ihr seid dann auf jeden Fall wieder mit dabei. Bis dann erstmal. Tschüss, euer Tom Philipp Zenker. So, Lippenstift-Power. Bitteschön. Na, da ein bisschen Blut ist da unten. Ach, die Waffe ist doch viel zu... Ja, der brennt! Oder keine Ahnung, was das jetzt war. Das kam durch den Lippenstift.